Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie versprochen und angekündigt habe ich, ich denke doch, ein längeres Video für euch. Und zwar geht es heute nur um Pichu Moon Art. Ich habe mir da so das ein oder andere bestellt. Ein Riesenpaket, ein riesiges Riesenpaket. Und darunter ist noch ein Paket, ist auch nicht gerade klein und leicht. Der Grund, warum ich zwei Pakete habe, ist, dass ich noch keine Zeit hatte, das zu machen. Und dann habe ich gedacht, komm, dann machst du alles auf einmal. Und ja, wir fangen an mit dem kleineren. Ich tue den Riesenkarton mal eben zur Seite. So. Gut, dann haben wir nämlich den hier, diesen langen, den kennt niemand, der ein oder andere, der schon bei Pichu bestellt hat. Und ja, ich habe im Moment nicht so viel Zeit, da ich seit einem Monat einen Welpen habe. Und ich habe auch dieses Jahr noch nicht gepaintet. Ich gehe mal hier aus dem Bild, weil das Paket so lang ist und ich das aufschneiden muss. Erstmal hatte ich keine Lust. Ja, dann war mein süßer Chico gestorben. Dann war mir nach allem nur nicht nach Painten oder sonst irgendwas. Ja, und jetzt habe ich einen Welpen. Und jetzt kann ich nicht painten, weil der überall dabei sein will. So. Deswegen wundert euch auch nicht über meine Hände. Das ist kein Ausschlag, das ist Welpenzähne. So. Wir gucken mal, was wir hier zuerst haben. Wir haben erstmal die ganzen Flyer, die Pichu immer dazulegt. Das ist jetzt Kunst von Hideko. Dann haben wir die Tiny Tammy, die ich ja besonders gerne mag. Dasselbe nicht. Und da kommen gefühlt jeden Tag neue Bilder zu. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist von Imela. Diamond Painting, ein Hobby, das verbindet. Die Facebook-Gruppe kann ich auch nur sehr empfehlen. So heißt die Gruppe. Dann haben wir Crazy Diamond mit ihren Erdmännchen. Und dann bedankt sich die Pichu natürlich. Gerne, gerne. So, was haben wir hier noch? Die Schildi vom Discord-Server. Und ja, dann holen wir mal hier die. Oh. Oi, 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 oi. Die Bilder raus. So. Oh, das ist aber riesig. Guckt mal. Richtig lang. Hier haben wir die Steine. Guckt mal hier, das ist super schwer. Das ist alles 310. Gucken wir uns gleich noch an. Und hier haben wir ein buntes Bild. So, aber erstmal, you are pretty awesome. Ja, du auch. So. Ich habe ja gesehen, wie die Pichu meine Bilder eingepackt hat, weil die Pichu das auch relativ oft auf Twitch streamt. Und dann zeigt sie, wer was bestellt hat und wie die Bilder aussehen. Das ist dann auch immer ganz toll. So, ich brauche mal ein bisschen mehr Platz hier, weil das Bild ist 80x80, das große. Das andere ist 50x70. So, schön flauschige Leinwand. Hier sehen wir schon Pichu Moon Art. Wieso ist denn das hier? So, ein bisschen gerade machen. So.
Das fand ich so cool. Das stand schon so ewig auf meiner Wunschliste hier, das Bild. Das hole ich mal als erstes raus. Und zwar ist das die Ananas. Sei wie eine Ananas. Ich finde das so cool. Das ist auch von Tiny Tummy natürlich. Steh aufrecht, trage eine Krone und sei zuckersüß. Das ist so süß. Das Bild hat 30 Farben. Ich habe immer eckig. Wenn ihr im Shop was bestellt, dann sind die automatisch eckig. Ihr könnt aber dazu schreiben, dass ihr das in rund wollt. Dann kriegt ihr das auch. So, hier unten haben wir noch Instagram, Shop, Facebook, TikTok, YouTube. Da könnt ihr die Pichu auch mal besuchen. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil sie auch selber ihre Bilder paintet. So, wir haben natürlich Flüssigkleber. Wir gucken mal. Klebt super. Und das, was ich schön finde, ist, es ist so eine dicke Folie. Nicht diese dünne Folie. Und wir schauen uns mal den Druck an. Der ist super. Richtig super ist der. Also ich habe jetzt schon einige Bilder gepaintet und habe da noch nie Probleme gehabt. Ja, ich finde die super süß. Ich werde da auch hier das F, was ist denn das F? Das F ist die 5200. Da werde ich die Jelly Beans einbauen. Ich guck mal, ich habe die, glaube ich, hier auch irgendwo schon einsortiert gehabt. Aber Moment, ich hole mal meine AB-Tasche raus. Das sind nämlich die ganzen Farben, die nicht mehr ins Tütchen gepasst haben. Hier haben wir Jelly ABs. Und die nehme ich anstatt der 5200. Und der Vorteil davon ist nämlich, dass wenn ihr weiß klebt, könnt ihr die noch so akkurat kleben. Also wenn ihr eine große Fläche weiß habt, habt ihr immer, seht ihr immer, ja, Lücken. Da kann also noch so gut sein, der Druck, die Steine. Und das habt ihr halt mit diesen Steinen nicht. Das wollte ich mal ausprobieren und ich fand das ganz cool. Hier aber nur den Hintergrund mit diesen Steinen zu machen. Da habe ich einige von. Und ja. Hier seht ihr nochmal. Jelly.ab www.pichumoonart.de. Könnt ihr mal gucken. Echt super. Die tue ich wieder weg, sonst finde ich die nachher nicht mehr. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall richtig cool und das kommt dann in coolen Rahmen von IKEA, denke ich mal. Da gibt es nämlich diese tollen 50x70. Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube für 6,99 ganz effe Rahmen, die aber, also die nicht sehr auf sich selbst lenken, sondern das Bild immer noch im Vordergrund lassen. Und fand ich super. Und die sind auch super leicht, weil ich habe hier überall Rigipswände und wenn man dann irgendwie, das Bild wiegt ja am Ende auch ganz schön was und dann noch so einen schweren Rahmen. Ich meine, das würde halten, aber ich finde es so cooler und ich mag dann so schlichte Rahmen eher. Die ist so süß. Gibt da noch die Himbeere und eine Erdbeere. Habe ich aber alles auf meiner Wishlist. Ich kann euch mal eben zeigen, was ich als letztes, wo ich als letztes dran war. Hier die Hasis. Da habe ich auch AB-Steine eingebaut und ihr seht, es glitzert auch da, wo keine AB-Steine sind. Richtig cool. Ja, und hier das Stück hatte ich angefangen. Letztes Jahr, Ende letztes Jahr. Mit Schachbrettmuster. Ich liebe es. Ja, und habe aber seitdem leider nicht mehr weitergemacht. Aber das ist auch Tiny Tummy. Und ich finde es ja richtig cool. Wie gesagt, es glitzert.
Leider scheint gerade, es scheint zwar die Sonne, aber die scheint gerade nicht hier so rein, aber ich glaube, man sieht es ganz gut, die Harzsteinchenqualität. Und wie gesagt, ich bin super zufrieden. Ich bestelle nirgendwo anders mehr Bilder. Und weil es gibt bei der Pichu für jeden Geschmack was, könnt ihr super gerne mal reinschauen. Den Shop-Link verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und also es lohnt sich. Die Pichu hat jetzt übrigens auch 30x40 Bilder. Finde ich ganz super. Weil dann kann man mal testen, ob der Shop einem liegt, wie die Qualität ist. Und es ist halt etwas günstiger. Ne? Aber es sind dennoch immer noch Künstlerbilder, die lizenziert sind. Deswegen, dann dürft ihr nicht vergessen, diese Bilder für jeden Verkauf eines Bildes kriegt der Künstler natürlich auch Geld. Und das ist natürlich in dem Preis noch mit einbegriffen. Und ihr habt super Harzsteine, Flüssigkleber, eine ganz flauschige Leinwand mit abgesteppten Rand. Und die Pichu macht das alles selber. Und es geht rucki, rucki, zucki. So, das war die Ananas. Dann gucken wir uns auch mal eben die Steinchen an. Ich hole euch mal eben ein bisschen runter. So, und könnt ihr mal sehen, dass ich schon ewig keine Videos mehr gemacht habe. Hier ist alles verrutscht. So, gucken wir mal. Die Farben sind richtig, richtig schön. Wenn euch mal Farben fehlen sollten, ausgehen sollten, auch die Pichu anschreiben, das ist gar kein Problem. Die kümmert sich darum. Oh, guckt mal. So viele Jelly ABs habe ich dann doch nicht, weil das ist ja die Farbe, die ich ersetzen will. Aber ich fange an und dann sehe ich ja, wie viel ich noch brauche. Und dann bestelle ich bei der Pichu einfach und lasse mir die nachliefern. Und die Steine natürlich, die behalte ich für, wenn mal was fehlen sollte, mal was zu wenig sein sollte oder ich die einfach mal ersetzen will. Und es sind ja, wie gesagt, Acrylsteine, super Qualität und ja, ne? Aber ich zeige euch jetzt mal hier so eine richtig knallige Farbe. Richtig cool. Ja, ich werde die jetzt nicht ausschütten. Ihr seht, es glitzert, es glänzt. Es sind, wie gesagt, Harzsteinchen. Da sind keine Löcher im Boden. Und auch Ausschuss ist super, super wenig. Und ja, die Farben sind einfach klasse. So. 50x70. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Die süße Ananas. So, und jetzt kommen wir zu einem Megabild. Dafür muss ich euch aber gleich wieder rauf, nach oben schieben. Es ist 80x80. Und ich hole euch schon mal nach oben. Ich benutze mal hier die Steinchen. Es ist mein Sternzeichen Wassermann. Seht ihr jetzt was? Ich sehe gar nicht, was ihr seht. Ja. Ihr seht auf jeden Fall den Kopf. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich so viele 310 habe. Die Pichu paintet ja gerade auch ein Sternzeichen. Ich weiß jetzt nicht welches. Ich glaube ihr eigenes. Und es sieht so traumhaft schön aus. Und das Bild hat 23 Farben. Obwohl es so schwarz ist, hat es 23 Farben und deswegen, ich habe also zwischendurch mal von der Pichu Zwischenstände gekriegt von ihrem Bild. Hier, wo die ganzen Haare sind, Konfetti pur und das liebe ich. Und ich habe der Pichu versprochen, dass ich hier außen am Rand, wo so viel 310 ist,
es nochmal mit einem Mehrfachsetzer versuchen werde. Der Vorteil ist, wenn du 310 hast, dann hast du das nicht wie bei Weiß, dass dann so viele, dass man die Lücken trotzdem irgendwie sieht. Und bei Schwarz ist halt dankbarer als Weiß. Und ja, dann werde ich es nochmal versuchen. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Ich hasse ja den Mehrfachaufsetzer. Ich weiß nicht, aber ich bin da nie zufrieden. Ich bin kein Monk, bei was das Setzen geht. Also ich setze einfach. Aber wenn ich einen Mehrfachsetzer benutze, dann... das macht mich wahnsinnig. So. Wir gucken mal. Ich zeige euch mal eben hier die Legende. Ihr habt auch immer super einfache Zeichen, Buchstaben, Zahlen und ein paar Symbole. Und ja, hier ist alles die 310. Zwischendurch mal ein I. Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Die 934. Und ansonsten hier im Kopf. Ich glaube, da werde ich auch keine AB-Steine einsetzen. Seht ihr mal, hier ist ganz viel Konfetti. Super. Super. Ich glaube, ich werde das diesmal nicht. Ich habe es schon so oft gesagt, dass ich das nicht tun werde mit AB-Steinen. Aber naja, das ergibt sich bei mir immer so im Laufe des Paintens. Meistens tendiere ich dazu, irgendwie hier in Sterne oder sowas einzusetzen. Aber eigentlich wollte ich es nicht. Mal gucken. Ja. Schieben das mal zusammen. Dann können wir auch hier eben noch mal gucken. Richtig gut. Und ihr merkt, ne, es knistert nicht so dolle. Das ist eine dickere Folie. Die lässt sich auch super schneiden. Und ja, richtig cool. Wenn ihr das Bild einmal anfangt zu painten, dann legt sich das auch. Also es liegt ja schon fast plan auf dem Tisch. Ansonsten kann man das auch irgendwo drunter legen und das geht dann auch rucki-zucki. Und dann gucken wir noch hier. Also ich merke, ich bin so ein bisschen aus der Übung, was Unboxings angeht. Aber nun ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Fast ein halbes Kilo. Fast ein halbes Kilo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Aber da werden wir jetzt mal eben gucken. Da werden wir jetzt mal eben gucken. Ah ne, wartet mal. Ich nehme ein großes Schiffchen. Wartet mal. Ich habe hier mein Monsterschiff. Auch von der Pichu. Wieso sind denn hier Krümel drin? Kommen die denn da rein? So, wir gucken. Oh. Guckt mal, aber ich habe es nur aufgemacht. Also Glitzern brauche ich euch nichts zu sagen. Das spricht einfach für sich. Nicht zu viel. Schön da bleiben. So. Ja, ich bin wieder hier die Schüttelmeisterin, nicht? So, und ihr seht schon, hier sind ein paar Steinchen zusammengeklebt. Die Pichu hat gesagt, das kommt schon mal vor, vor allen Dingen beim Schwarz. Aber ich glaube, in meinem anderen Paket, das wir gleich aufmachen, sehen die nicht cool aus, ist etwas, das mir dabei hilft, die auseinander zu machen. Dann brauche ich nicht mehr die grünen Schiffchen benutzen. Die habe ich ja sonst benutzt. Steine da rein, das andere Schiff da drauf. Ich wusste es. Zusammengedrückt und dann... ja. Super. So kann man ein Video natürlich auch lang machen, indem man einfach Steine verschüttet und die dann mühevoll wieder aufsammelt. So. Übrigens, dann kann ich euch erzählen,
wenn ihr euch jetzt fragt, ja, die hatten Welpen, wo ist denn der? Die machen doch hier Trara und so. Ja, den habe ich gerade mal für das Video hier nach oben zu meinen Eltern verfrachtet. Weil sonst hätte ich zu oft das Video unterbrechen müssen, weil der ja noch nicht ganz stubenrein ist und dann müssen wir in den Garten Pipi machen. Ne? Deswegen habe ich gefragt und meine Mama hat gesagt, ja, bringen mir, ist doch gar kein Problem. So, das ist der kleine Packen 310, oh mein Gott. Ja, und ansonsten, wir haben ja, was habe ich gesagt, 23 Farben. Oh, hier ist sogar was Farbiges bei. Was Grünes, was Gelbes. Ich denke mal, das ist hier in den Sternchen und ja, in den Haaren. Was Blau. Und ansonsten sehr viel, sind wir im Bild, ja, Grau. Und hier ist noch ein Hellblau. Aber toll. Ich liebe die Steine einfach. Also dann ist mir auch egal, welche Farbe das ist. Auch, dass es 310 ist. Die Qualität ist einfach super. Und ja, dann ist das nur noch halb so wild. Immer die neuen. Ich wollte gerade sagen 939, aber ist gar nicht. Richtig cool. Richtig schön. Wow. Fast ein halbes Kilo. Ich werde verrückt. Oje, oje. So, dann. Das ist übrigens meine Box für das Bild von den Hasen. Und das sind die AB-Steine, die ich dazu benutze. So. Ja, richtig cool. Also, ich muss noch dazu sagen, ich wollte schon so lange ein Bild von meinem Sternzeichen haben, aber ich fand die immer so, also gerade vom Wassermann, immer so hässlich, kitschig, irgendwie blöd fand ich die immer. Meistens hast du dann so eine Frau, die dann so einen Wasserkrug da ausschüttet. Und ich mag ja auch Josephine Wall, aber selbst da hat mir das nicht gefallen. Ja, deswegen war ich so glücklich, als sie Pichu D in den Shop gebracht hat. Und ich habe gedacht, oh mein Gott. Und sie hat ja immer so nach und nach Sternzeichen für Sternzeichen reingebracht. Und dann wollte ich unbedingt wissen, wie mein Wassermann aussieht. Und sie hatte mir dann gespoilert. Und dann war ich so, oh mein Gott, den muss ich haben, der ist voll hübsch. Und das hat ewig gedauert, bis mal der Wassermann dran war. Ne? Wer es kennt, ist zwar Februar, aber irgendwie kommt der Wassermann immer als Vorletztes, glaube ich. Ja, dementsprechend musste ich lange warten, bis ich den dann mal bestellen konnte. Aber jetzt ist er da. Und ich finde, ich freue mich schon richtig, den anzufangen. Aber in dem anderen Karton ist was, das ich vorher anfangen muss, werde. Nicht muss, aber werde. So, wir rollen das wieder zusammen. So. Damit haben wir die zwei Bilder hier. Lege ich mal hier hin. Moment, ich laufe mal kurz weg. Ja. Und ich muss mir mal eben was zu trinken holen. Ich fasse mich einfach an. Okay. So. Ja, ich habe das jetzt einmal auf die Couch gelegt. Das hätte ich nämlich jetzt auch nicht gekonnt. Mit dem Welpen, der übrigens Keks heißt, falls ihr euch das fragt. Weil der hätte mir das Bild jetzt schon zerfleddert. Oder irgendwo hingeschleppt. So, jetzt kommt der andere große Karton. Bitte nicht wundern, das ist ein Riesenteil. Die Pichu hatte wohl keine Ahnung, Kartons mehr. Deswegen, man könnte jetzt meinen, oh mein Gott, jetzt hat die dafür 5000 Euro bestellt. Nein, habe ich nicht. Ich konnte mich gerade noch so zusammenreißen. Ja, was ich gerne mal wissen möchte, habt ihr auch schon mal bei Pichu bestellt? Habt ihr euch schon mal den Shop angesehen?
wollt ihr da mal bestellen? Würde mich sehr interessieren. Mich würde auch interessieren, wie voll eure Wunschliste ist. Weil die Pichu hat so eine tolle Wunschliste in ihrem Shop. Und da packe ich auch immer alles rein, was mir so gefällt. Und lösche dann das wieder, was ich mir gekauft habe. Aber irgendwie kommt da immer mehr zu, als das, was ich mir kaufen kann. In der Menge. Und ja, würde mich mal interessieren, wie das bei euch so aussieht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oh. Mal. Seht ihr? Es sind nur zwei Bilder. So, ich hole mal alles raus. Dann kann ich nämlich mal hier den riesen Karton wegtun. Okay. Ich muss mal eben gucken. Ich wollte ein bestimmtes Bild. Wartet. Das ist es, glaube ich. Machen wir das zuerst auf, weil nämlich ein Bild ist für mich und das andere Bild werde ich auch painten. Das ist aber nicht für mich, sondern für eine Freundin, deren Hundi leider auch vor kurzem erst über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Und für sie hatte ich schon mal den Yoshi gepaintet, falls der ein oder andere das mal gesehen hatte in meinen vorherigen Videos. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das von ihrer Nanny auch machen könnte. Ja, ja. Und jetzt kommt was Cooles, das ist für mich. Und zwar ist das von der Pichu, die das für mich gemacht hat. Deswegen heißt das auch das Erdmännchen Sap. Im Shop auch. Oh mein Gott. Es ist 60x90. Seht ihr was? Seht ihr was? Guckt mal. Ist das nicht super? Es hat 55 Farben. Ich muss mal gucken, was ihr seht. Ich werde das vielleicht auch als Thumbnail nehmen, dann könnt ihr das... Ist das nicht cool? Oh mein Gott. Das Erdmännchen ist so süß. Ich hole euch noch ein Stückchen raus. Könnt ihr noch ein bisschen mehr sehen. Das ist so süß. Und mit den Blumen und mit den Farben, das ist genau meins. Und danke, Pichu, das ist so toll. Wie gesagt, das gibt es auch im Shop natürlich. Trägt halt meinen Namen. Und ja, ganz, ganz toll. Eckig natürlich. Und muss mir hier... Boah, das wollte ich eigentlich als erstes dann painten. Aber dann ist das Bild von der Nanny dazwischen gekommen. Und dann habe ich gesagt, das muss ich dann als allererstes painten. Wir gucken mal hier. Boah, mega. Und dann gucken wir uns mal hier den Druck an. Ein bisschen sperrig hier gerade. So. Der ist, ich kann nicht anders sagen, also immer super, der Druck. Super immer. Ach, ist das schön. Ja. Ich lieb's, ich lieb's. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die Farben, wo hier die, ich glaube, das ist meine Steine natürlich, nicht die Farben, die Steine drin sind. Das muss ich mal hier eben ein bisschen organisieren. Okay. Schere? Haben wir eine Schere? Ja, haben wir. Ist immer so witzig. Die ganze Zeit ist mir kalt. Und wenn ich Videos mache, wird mir super warm. Das ist immer sehr...
sehr kurios. So, Moment mal. Was haben wir denn? Nee, das ist das Falsche. Habe ich doch das Falsche genommen? Wir haben ja Zeit, ne? Okay. Schön lila Tütchen. Gefällt mir natürlich besonders gut. So. Ich sehe es schon. Und zwar ist da nämlich noch ein Grinder drin. Den bietet die Pichu jetzt in ihrem Shop. Oh, ist aber ganz schön pieksig. In ihrem Shop an. Da könnt ihr, wenn ihr zusammengeklebte Steinchen habt, die hier reintun, drehen und dann sind die auseinander. Das werde ich auf jeden Fall testen. Finde ich gut. Bin ich froh, dass ich den habe, weil wie gesagt, ich habe es sonst immer mit den grünen Schiffchen hier gemacht. Ne, hier die Steinchen rein, das da drauf gedrückt und dann, ja, ging auch, aber nicht so super toll. So. Hier fällt schon was raus. Da ist die Tüte geplatzt. Richtig cool. 55 Farben. Und ja, hier. Könnt ihr euch das mal genauer anschauen? Ich muss mal hier. Ich sehe überhaupt gar nichts. So. Jetzt erzähle ich euch nachher. Ja, hier, guckt mal und ihr seht gar nichts. Süß, oder? Die Augen und oh mein Gott. Ja, hier ist übrigens immer eine Papierlegende dabei. Finde ich auch immer richtig praktisch, weil ich schneide mir hier immer die Symbole aus, jag die durch meinen Stickermaker und beklebe dann meine Döschen. Ja, finde ich richtig cool. Und hier stehen natürlich auch die DNC-Nummern dabei, die Stückzahl, die ihr von jeder Farbe braucht und die Grammanzahl. Und ihr habt das Bild immer mit drauf. Ja. Oh. Schöni, schöni. Richtig schön. Und ich kann es nur noch mal sagen, es sind immer, bei Eckig, immer Harzsteine. Harz, Harz, Harz. Oh. Und hier haben wir ein großes Paket 939. Alles glitzert ja immer, ne? Also. Ja. Und ich kann euch sagen, ich habe ja auch die Bilder, ich versiegel die Bilder ja immer, wenn die fertig sind. Und die glitzern danach genau noch so. Ich mache das immer mit Baufahren. Ganz dünn. Ja. Ach, guckt mal hier, die 310. Richtig schön. Ich mach das mal hier durcheinander und dann kriege ich das gleich nicht mehr so schön rein, aber ist ja nicht so tragisch, ne? Das ist auch so ein Todesrot. Ich freue mich schon. Das wird richtig cool, wird das. Ja. So. Ja, und ich muss dann mal gucken, ob ich euch mal mitnehme beim Painten. Also wenn ich wieder painten kann, ob ich Lust dazu habe oder nicht. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Ich finde immer, wenn man auf irgendwas keine Lust hat, dann sollte man es auch nicht machen. Weil dann macht man es nur so halbherzig. Und das fände ich dann blöd. Das merkt man dann auch, ne? Also wenn ich jetzt gezwungenermaßen immer irgendwelche Videos machen würde, würdet ihr das merken, dass ich nicht so richtig Bock drauf habe gerade und das möchte ich nicht. Aber jetzt habe ich gerade Bock und vor allen Dingen freue ich mich. So. Da habe ich euch gezeigt, habe ich euch auch gezeigt. Gut. Mein Grinder tue ich mal zur Seite, damit ich den
nicht verliere. Und wir rollen das mal schnell zusammen hier. Damit wir Platz haben für das letzte Bild. Und da bin ich echt gespannt. Ihr könnt bei der Pichu auch personalisieren, allerdings nur Tiere, also Haustiere. Ne? Und da bin ich echt gespannt. Ich hatte mal kurz die Vorschau gesehen. Die sah richtig mega aus, aber wenn man das dann vor sich hat, dann sieht das natürlich noch mal ganz anders aus. Wir haben Bild 60x70 und guckt mal, wie süß, dann steht da auch Artwork by Nanny. Also Nanny hieß der Hund von meiner Freundin. Das finde ich richtig cool. Und wir haben, sage und schreibe, oh mein Gott, 56 Farben. Ich hole euch jetzt mal raus. Wow. Wow. 60x70. Hammer. Richtig Hammer. Wie seht ihr das? Toll. Also ich glaube, das wird meiner Freundin sehr, 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 sehr gefallen. Und ja, das wird toll. Richtig schön. Und ganze 56 Farben. Krass. Hätte ich nicht gedacht, weil der Hund an sich schwarz-weiß ist und der Hintergrund jetzt auch nicht besonders farbig war. Klasse. Richtig toll. Ich hoffe, ihr seht's. Jetzt ist nämlich gerade die Sonne so ein bisschen blöd. Aber ich denke schon. Das ist toll. Also das werde ich, wenn ich wieder painten kann, auf jeden Fall als allererstes machen. Und ja, ihr seht auch hier die Symbole. Symbole, Buchstaben und Zahlen. Aber alles super easy. Gucken wir uns auch mal hier den Druck an. Gibt es nichts weiter zu sagen, außer dass der super ist. Richtig toll. Klebt super. Wir haben wieder die dicke Folie. Und dann holen wir mal die Steinchen raus. Wow. Wow, wow, wow. Hier auch mit Papier liegt. Ah, und hier haben wir sogar auch das Bild noch mit drauf. Guck mal. Das ist die süße Nanny. Die Oma. Fast 20 Jahre geworden. Ja. Richtig toll. Und wir haben gar nicht so viel 310 dabei. Bin erstaunt. Ist mehr 939. Jetzt hole ich euch mal wieder ein bisschen runter. Kommt mal runter hier. Mehr 939. Hat richtig viele Farben. Toll, toll, toll. Ja, dann zeige ich euch mal die 939. Mach's mal auf. Ja. Also es glitzert. Es glitzert ungemein. Also ich habe noch kein Steinchen, keine Farbe gehabt, wo ich gesagt habe, oh, die glitzert aber jetzt nicht so toll. Also richtig super. Ja gut, die Farben ist halt so, ne? Blau, grau, schwarz. Die Farben halt. Ich mag ja nicht so gerne braun, aber es ist ein schönes Schoko,
Schokobraun. Das gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Toll. Ich freue mich schon, wenn ich das anfangen kann. Und ich hoffe, der lieben Monika wird das dann auch gefallen. Der süßen Nanny. Ja. Das mal andersrum, weil ich konnte nämlich gerade nicht sehen, was das für ein Bild ist. Mal, das ist hier, ja. So. Drehe ich das um. Oh nein! Was machst du denn hier? Ja, da kam mein Hund. Musste ich mal kurz unterbrechen. Wo war ich denn jetzt dran? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier die Steinchen. Und genau, da kann ich immer genau sehen, welches Paket Steinchen zu welchem Bild. Das kann ich dann schön in meinen Schubladen reingeben und die Bilder halt getrennt aufbewahren. Ne? Ja, das war's schon. Dachte, das Video würde jetzt super mega lang werden, aber es ist dann doch nicht. Auf jeden Fall werde ich das jetzt fertig machen und dann direkt hochladen und dann meine Mutter von dem kleinen Keks befreien. ja, mein Urlaub ist jetzt auch vorbei. Ab morgen geht es wieder zur Arbeit und ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag. Heute scheint die Sonne, es ist klirrend kalt, aber es scheint die Sonne. Und dann ist das die halbe Miete, für mich zumindest, weil wenn es so dunkel ist, ich bin so müde, so lustlos. Ihr Lieben, schaut gerne mal bei der Pichu im Shop rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Däumchen nach oben da lasst und einen Kommentar reinschreibt. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr schon mal bei Pichu bestellt habt oder ob ihr mal bestellen wollt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, bestellt doch mal so ein kleines 30x40 Bild. Einfach mal zum Testen und ihr werdet sehen, es ist einfach super Qualität. In diesem Sinne, ihr Süßen, macht's gut. Bis dann. Tschüss.